Guten Morgen aus Kala. Es ist jetzt 7:45. Wir haben noch etwas Regen abgewartet und werden heute wahrscheinlich mittendrin bestimmt auch mal wieder Begegnungen mit dem feuchten Nass von oben machen. 114 Kilometer und 640 Höhenmeter stehen auf dem Plan. Es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden, denn wir werden jetzt zum Beispiel direkt erstmal zu einem Sternenbeck-Bäcker fahren. Da erinnere ich an die Niederlausitzer Bergbautour. Da sind mein Bruder und ich auch immer zu diesen Sternenbeck-Bäckern gefahren, weil es da schlicht einige vegane Leckereien gibt. Also Frühstücken ist jetzt erstmal angesagt. Das liegt leider nicht an der Route, aber was soll's. Unterkunft war richtig klasse. Ich stehe ja auch gerade in dem echt nice Innenhof dieses Gebäudekomplexes. Ziel ist heute Merseburg und ich werde den Kartenausschnitt mal so gestalten, dass man das sieht, dass es für mich fast schon wieder zu Hause ist, in gleicher Höhe wie Leipzig. Man könnte glatt von dort zu uns nach Hause fahren, bestimmt mit irgendeinem guten Zug oder einer S-Bahn-Verbindung, aber das lassen wir sein. Wir haben dort eine Unterkunft gebucht, ich glaube Booking.com diesmal, also eine Pension wahrscheinlich. So, das war es eigentlich erstmal. Dann sehen wir uns auf der Strecke, jetzt erstmal Bäcker. Wir fahren jetzt erstmal nach Jena, zielen dort auf einen Fahrradladen ab, der um 10 öffnet. Eigentlich hatten wir natürlich nicht gedacht, erst um 10 in Jena zu sein, weil das sind ungefähr nur 20 Kilometer vom Startpunkt in Kala. Aber die Reparatur hat natürlich ihre Zeit in Anspruch genommen. Deswegen ist da gar nicht mehr so viel Wartezeit jetzt damit verbunden. Wir brauchen definitiv Wechselschläuche für Kai. Also ein wenigstens. Naja, und je nachdem, wie dort die Lage ist, ob die uns direkt rannehmen oder nicht, dann wird man halt das vielleicht professionell beheben lassen bei Kai und bei mir natürlich auch die Speichen und die 8. Und da er ja ohnehin dann an das Rad ran muss, an die Felge, werde ich den auch mal auf dieses Band ansprechen, ob wir da irgendwie provisorisch wenigstens was noch einlegen können oder wie auch immer. Das zweite Fahrradgeschäft, das wir angesteuert hatten, konnte uns noch reinquetschen in den Werkstattplan. Tatsächlich hat Kai auf seinen Werkstattbesuch zugunsten meiner Behandlung verzichtet. Er hat jetzt selbst den Schlauch nochmal gewechselt und toi toi toi, das hält jetzt sicherlich durch, mindestens bis zur Elbe.
Bei mir musste der Radladen erstmal schauen, ob der die speziellen Speichen des Hinterrades hat. Das hat sie dann wohl gefunden und hat sie jetzt damit reingenommen. Wie lange es jetzt dauert, wissen wir leider nicht. Jedenfalls Bike Point Jena Ost, das ist der Radladen, der uns hier spontan aufgenommen hat. Ihr habt es zweifellos schon gesehen, wir fahren wieder geschlagene 2,5 Stunden mehr sogar haben wir in Jena verbracht wegen der Reparatur. Jetzt läuft alles wieder rund. Die Profis meinten, bei mir waren die Speichen nicht korrekt gespannt. Und tatsächlich ja, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte. 2 waren gebrochen, gestern schon. Und eine war gebogen, das hatte ich noch nie gesehen. Und dann meinten die ja eben, ja, das so sieht das aus, wenn die nicht richtig gespannt sind. Naja, und durch diese fehlende Spannung, das kann ein Faktor gewesen sein, hat sich es dann eben durch dieses Felgenband durchgearbeitet. Bei Kai ist auch alles soweit in Ordnung. Der hat, wie gesagt, einfach den Schlauch gewechselt. Hält bisher auch richtig gut. Alles Bombe, kein Platten. Toi, toi, toi. Er hat natürlich auf Reserve noch Schläuche gekauft, sollte denn wirklich noch was passieren. Es ist mittlerweile 2:15. Das heißt für uns jetzt erstmal Kilometer schrubben. Wir nehmen natürlich trotzdem die Highlights so gut es geht mit und fügen die, soweit es dann auch geht und die Helligkeit zulässt, natürlich noch ins Foto ein. So, jetzt hier erstmal Steigung. Ein Blick zurück, auch in Richtung des Neubaus, offensichtlich der B87. In der Nähe von Kleinheringen dürfte es sein und in der Nähe von Saaleck. Wir sind nämlich hier gerade zur Burg Saaleck hochgefahren.
ja, geklettert fast schon, war wieder sehr steil. Der Radweg, der Saaleradweg, der fährt tatsächlich hier entlang und es sind letztlich nur wenige Höhenmeter, aber eben wie gesagt sehr steil. Man kann bestimmt auch das Fahrrad einfach unten in der Nähe der Straße stehen lassen und hier das kurze Stück hochlaufen. Die Burg scheint nämlich frei zugänglich zu sein. Vielleicht seht ihr da den Zugang. Da gehen wir jetzt auch gleich mal rein und schauen uns das an. Viel mehr außer dem Turm ist aber auch nicht erhalten. Das sollte also nicht so lange dauern. Passt also ganz gut auch in unsere Zeitknappheit. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag mit den Sehenswürdigkeiten. Hier hat es noch ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal, danach ein Jung-Bismarck-Denkmal. Da steht auch noch irgendeine Säule. Und das hier ist die Rudelsburg Bad Kösen. In die Burg Saaleck sind wir übrigens nicht reingegangen. Die war tatsächlich offensichtlich von einem Verein betrieben, bewirtet, wie auch immer. Und ich schätze mal, dass man in den Turm hätte auch noch reingehen können. Hat Eintritt gekostet und ich meine, wir haben jetzt noch anderthalb Stunden Helligkeit. Dann lieber schauen wir uns hier sowas erstmal grob an, nehmen das auch noch mit ins Video, statt Zeit zu verlieren in so einer Sehenswürdigkeit. Hier schauen wir jetzt auch mal nur ganz kurz rein und dann geht's weiter. Okay, also der Abstecher zu der Burg, hier zu der Rudelsburg, der lohnt sich definitiv. Es gibt so einen Rundgang um die Außenmauer vielleicht, innen. Und da genießt man schon mal geniale Ausblicke. Ja, nicht verpassen, wenn ihr hier seid. Ja, unweit der Rudelsburg gibt es dann hier auch noch das Löwendenkmal. Das sieht schon monumental aus. Gedenkt wohl Soldaten offensichtlich, unseren Toten. Ja, wir haben uns das Schild hierzu nicht durchgelesen. Google hilft sicherlich zur Geschichte. Jetzt geht es erstmal da lang. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera sehen könnt. Das sieht nicht farbe aus und ich meine auch das Komoot hier ein winziges Stück ungeeigneten Untergrund ausgewiesen hat. Na, wir werden mal sehen. Vielleicht schieben wir einfach die paar Meter. Ganz kurzer Stopp in der Nähe von Naumburg mündet hier für euch von vorn kommend die Unstrut in die Saale, die für euch von links kommt. An dieser Stelle gehen liebe Grüße raus an Conny aus Artern. Ich bin gar nicht so weit weg, aber durch Artern kommen wir leider nicht. Thank you.
Das wird wohl der letzte Stopp noch im Hellen sein. Und zwar Burg oder Schloss Schönburg. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Jedenfalls, das haben wir eingeplant, obwohl der Saaleradweg hier unten lang läuft. Das ist schon steil, aber nicht gar so steil wie die anderen Anstiege zu den Burgen. Und wirklich nur eine ganz kurze Strecke. Ich glaube, Kais Anstieg im Garmin sagte was von 100 Meter. Für den Turbo-Modus absolut kein Problem. Sehr entspannt hier hoch. Man kann hier in den Hof reinfahren. Das ist wohl jetzt eine Gastwirtschaft. Und außer der Außenmauern offensichtlich ist hier noch dieser Turm erhalten. Ja. Laut einem Schild da liegt diese Burg hier auf einem 40 Meter hohen Buntsandsteinfelsen. Und man kann sogar bis nach Goseck schauen. Da ist ja noch ein Schloss. Siehe Dolmenradweg. Da kommen wir heute auch noch vorbei. Also zumindest fahren wir unten an der Saale entlang. Goseck liegt auf einem Berg letztlich. Genau, aber es wird jetzt halt wirklich dunkel. Es ist schon nach um 4. Die Sonne geht jetzt gleich unter. Deswegen werden wir wahrscheinlich sogar Goseck nicht mehr mit der Kamera einfangen können. Sei es drum, wir fahren hier wirklich zügig im Tal der Saale lang. Lässt sich sehr gut fahren, kaum noch Steigungen, außer eben jetzt hier das Stück. Noch ungefähr 40 Kilometer bis nach Gott, wo wollen wir heute hin, Kai? Merseburg. Danke, Kai. genau. Also, spätestens in Merseburg melde ich mich nochmal. Ansonsten, wenn es die Kamera erlaubt, fange ich natürlich auch noch ein paar Impressionen von der Strecke ein. Punkt um 7 sind wir in der Pension am Rosental in Merseburg angekommen. Mitten in der Nacht gefühlt. Gegen 5 war die Sonne verschwunden und es wurde zunehmend dunkler. Naja, uns fehlen eben diese reichlich 2,5 Stunden, die wir da in Jena festgehangen waren. Ärgerlich, aber jetzt auch kein Weltuntergang. Die Zeit mit Kai war trotzdem schön. Wir haben uns über jede Menge Sachen unterhalten und da sind diese 2,5 Stunden auch letztlich verflogen, obwohl wir wirklich vor Ort die ganze Zeit einfach nur gewartet haben. Ja, ist halt so, lässt sich nicht ändern. Jetzt läuft alles sehr rund. Vorhin hatte die Bremsscheibe nochmal gequietscht, aber ich denke, also über ein paar Kilometer, aber ich denke, das liegt einfach daran, dass die Bremsklötzer, wenn sie denn so heißen, ungleichmäßig abgearbeitet wurden durch das vorher unrund laufende Rad und dann eben die Bremsscheibe, die wahrscheinlich ähnlich unrund lief. Hat dann irgendwann wieder aufgehört und schon war es wieder vergessen. Die heutige Etappe war nochmal schöner, wahrscheinlich dadurch, dass nicht mehr ganz so viele Höhenmeter drin waren, insbesondere weil die Höhenmeter immer auch mit manchmal bescheidenen Wegen verbunden waren und heute gab es zusätzlich noch gebündelt Sehenswürdigkeiten. Also gerade bei dieser Burg oder bei diesen beiden Burgen, da ging es ja wirklich, ich hatte es ja gesagt, Schlag auf Schlag, alle paar 100 Meter hätte man bestimmt 10, 15 Minuten verbringen können damit, sich diese Sehenswürdigkeiten anzuschauen, die Erklärschilder durchzulesen. Also das ist echt eine sehenswerte Ecke hier. Ein Teil davon war mir ja schon bekannt durch den Dolmenradweg, das Schloss Goseck zum Beispiel, das hatte ich ja schon mal besucht, tatsächlich war ich schon mal oben. Ja, also ich nähere mich langsam quasi der Gegend, die ich als weiträumige Heimat bezeichnen würde letztlich. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch sagen soll. Hier in Merseburg, das wusste ich aber, gibt es eine sehenswerte Kirchruine. Die kann man nicht übersehen, wenn man irgendwo, ich glaube, eine Bundesstraße hier durchführt, da fährt man schlicht vorbei. Ein sehr schön erhaltener und nachts halt sehr schön beleuchteter Turm. Die Kamera hat den aber nicht wirklich eingefangen und eben dann von dem eigentlichen Kirchengebäude noch die Mauern. Da hatte ich mir schon immer mal vorgenommen hinzugehen. Auch diesmal wird es nichts, denn wir wollen ja morgen bis zur Elbe. Und das sind auch nochmal irgendwie reichlich 110 Kilometer. Zwar so gut, kaum noch Höhenmeter, aber dennoch.
Wir starten wieder wahrscheinlich so gegen um 8 und hoffentlich diesmal ohne irgendeinen Platten oder irgendeinem Schaden, sodass wir da vielleicht wirklich mal zu gesitteten Zeiten noch vor Sonnenuntergang ankommen und die Tour angemessen abschließen können. So, das war's für heute. Ich gehe mich jetzt gleich noch durch und dann kochen wir uns noch was. Diese Unterkunft hat hier eine Gemeinschaftsküche, so rum. Wir haben uns wiederum Nudeln geholt. Leider gab es kein Tofu, Norma, total unterausgestattet, was vegetarisch-vegan angeht. Ja, was soll es, wir kommen auch so klar, Sojasauce, Nudeln, das war's. Okay, macht's gut, bis morgen. Morgenstund hat Gold im Mund. Willkommen zum vierten und letzten Tag. Und tatsächlich, ich glaube, ich hatte es ja auch schon mit der Kamera eingefangen. Die Sonne geht da im Osten auf und sieht wirklich sehr, sehr golden aus. Dazu noch die Herbstfärbung hier bei den Bäumen. Echt schön, wenn es noch nicht so kühl wäre. Aber das gehört nun mal zum Herbst dazu. 113 Kilometer und 410 Höhenmeter stehen jetzt zum Abschluss noch an. Wir sind so früh gestartet, nicht wegen der 113 Kilometer, sondern weil wir ein festes Date haben. Und zwar nördlich von Halle, bei einem Ort namens Wettin, gibt es eine Templerkapelle. Und da haben wir eine Besichtigung vereinbart für 9.45 Uhr. Laut Komoot brauchen wir da 2 Stunden 20 hin. Ich habe das mal ausgerechnet. Das geht von einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 16 km/h aus. Das sollten wir durchaus schaffen, weil Höhen oder was sind jetzt keine wirklich nennenswerten mehr auf der Strecke bis dahin. Das Einzige, was ein bisschen Zeit kosten könnte, wäre eine Fähre, die wir kurz vorher nehmen müssen. Aber wir haben ja extra ein bisschen Puffer eingebaut. Bis nach Wettin sind auch sonst nicht besonders viele Sehenswürdigkeiten, sodass es jetzt auch keinen größeren Filmstopp geben wird. Genau, 9.45 Uhr, Templerkapelle, spätestens da sehen wir uns wieder. Thank you.
kurz nach 9. Wir sind in Müscheln bei der Templerkapelle angekommen. Das heißt, jetzt noch ungefähr 40 Minuten warten. Aber jedenfalls sind wir nicht zu spät. Das war das Wichtige. Ließ sich relativ gut fahren. In Halle mussten wir 2 Umleitungen gefühlt quer durch die Stadt folgen. Und das war immer so eine Schnitzeljagd, wo denn jetzt das nächste gelbe Umleitungsschild versteckt war. Wir haben es letztlich geschafft. Fähre war auch absolut kein Problem. Das ist wirklich nur ein sehr dünner Bereich der Saale. Naja, und jetzt hier halt diese Templerkapelle, die ist auch offen schon. Und unsere Führerin vom hiesigen, ich glaube, Tourismusamt kommt dann auch gleich. Es ist um 1280 gebaut, ja. Und wurde es zur Traufhöhe auch im Original erhalten. Also lediglich das Dach ist immer mal erneuert worden, hat auch mal die Form verändert. Mal hat es so eine Glaube, mal hat es keine. Eine Kunst bei uns am Gymnasium, also in der Burg ist komplett ein Gymnasium untergebracht, aber das finden die Schüler halt nicht so toll, die wollen lieber was Eigenes erschaffen, als dass sie sich hier hinsetzen. Nur ein Steinwurf entfernt von der Templerkapelle sind wir jetzt hier bei der Burg in Wettin, Burg Wettin angekommen. Das ist die Stammburg, der Stammsitz des Wettiner Adelsgeschlechts. Weiter als bis zu diesem Tor dort darf man allerdings nicht gehen, denn heutzutage befindet sich hier ein Gymnasium drin. Aktuell dürfte auch gerade Schule sein, es gehört auch ein Internat dazu. Und das ist ein Gymnasium mit einem Zweig für bildende Kunst. So steht das hier auf der Geschichtstafel der Burg. Tatsächlich seit dem Dritten Reich, seit der Zeit des Dritten Reichs, wurden hier fortwährend Schulen unterschiedlicher Ausrichtung einquartiert. Während des Dritten Reiches war das eine Gau-Parteischule der NSDAP. Ja, heute wie gesagt Gymnasium mit Kunstausrichtung. Das ist ja auch eher selten. Zumindest kenne ich nicht so viele Gymnasien, die eine Kunstausrichtung haben. Ja, also deswegen, zur Oberburg kann man nicht. Man kann hier nur die Anfänge der Burg sehen, aber man kann trotzdem diesen schönen Ausblick über die Saale und das Tal genießen. Mehr ist hier allerdings nicht. Es gibt hier noch ein Burgcafé, was wohl auch offen hätte. Aber wir haben ja jetzt schon gut eine Stunde mit der Führung verbracht, deswegen radeln wir jetzt erstmal weiter. Nächster kleiner Wegpunkt, kurz hinter Wettin in einem Örtchen namens Dobis. Diese Felswand da, das ist die sogenannte Weiße Wand. Und hier an einem Erklärschild steht, dass man rechts oben ganz andere Gesteinsschichten sieht als links. Und was
Klimaänderung und Änderung des Landschaftsbildes, der sich vor knapp 260 Millionen Jahren vollzog. Also hier geht es tief in die Geologie rein, Plattenbewegungen spielen da eine Rolle. Ja, liegt unweit des Radwegs, der ist hier hinter dem Haus, das hier steht. Kleiner Wiesenweg hoch, von daher, das ist kein wirklicher Umweg. Dachte ich mir, das nehmen wir mit. Und ist ja schon mal ganz interessant zu wissen, dass es hier sowas gibt. Wir sind in Bernburg angekommen und haben extra noch ein paar Höhenmeter draufgelegt, um hier das wirklich super sehenswerte Schloss Bernburg zu besuchen. Da kann man reinfahren. Ich drehe mal langsam die Kamera hier, damit ihr das mal seht. Das war Kai auch ein besonderes Anliegen, hier hochzufahren tatsächlich, denn seine Familie stammt hier aus Bernburg. Er selbst ist in der Nähe von Dresden geboren. Also das ist echt schick. Riesige Anlage. Und hier vorne hat es dann auch noch eine Terrasse, die hattet ihr gerade hinter mir gesehen, wo man hinab auf die Saale blicken kann. Da gehe ich jetzt mal fix hin. Ja, es sind also jetzt schon 75, irgendwas zwischen 75 und 80 Kilometer, die wir geschafft haben. Und ist also nicht mehr viel bis zum Ziel an der Elbe. Nur noch ein Highlight habe ich mir herausgeschrieben. Also es wird dann jetzt auch tatsächlich wahrscheinlich eher weniger stark besiedelt in Richtung Elbe. Und mir ist halt nur noch eine besonders sehenswerte Sache aufgefallen. Ja, hier hat man halt einen genialen Blick über einen Teil von Bernburg. Kai hat mir auch diverse Sachen gezeigt, die er halt hier kennt. Seine
sein Großvater und seine Großmutter, die wohnen auch hier noch in Bernburg. Deswegen ist das wohl sowas wie seine zweite Heimat hier. Ja, sehr schön. Wirklich Ausflug wert, ist aber wirklich sehr steil zu fahren. Man könnte vielleicht, da unten ist der Saaleradweg, einfach die Räder da unten irgendwo anketten, anschließen und hier hochlaufen. Kleiner Spaziergang, einfach um das mal gesehen zu haben, ist wirklich imposant. Wirklich imposant. Ja, ihr seht es an mir, ich hatte ja zeitweise auch diese neongelbe, diesen Überzug für den Helm drauf. Hat vorhin ein bisschen geregnet, jetzt ist das glücklicherweise weg. Wir haben relativ viel Glück mit dem Wind. Der scheint die ganze Zeit in unserem Rücken zu sein und der ist tatsächlich auch relativ stark. Das macht es wahrscheinlich noch ein bisschen angenehmer. Ich muss aber sagen, das E-Bike in der Ebene, also im wirklich flachen, ist es für mich eher ein Hindernis tatsächlich, weil es regelt ja bei 25 km/h ungefähr, hört das ja auf zu unterstützen und dann merkt man eben das Gewicht dieses Fahrrads. Ne? 31 Kilogramm im Vergleich zu, was wird mein Gravelbike liegen, wiegen, vielleicht 15, 14. Das ist schon ein spürbarer Unterschied und ich habe dann auf der Ebene auch so meine Probleme mit Kai mitzuhalten. Ich denke, der hält sich extra zurück, weil er halt auch weiß, dass nur bis 25 ich unterstützt werde. Aber ich hatte es schon gesagt, für diese ganzen Höhenmeter große Klasse, da ziehe ich sogar Kai davon. Ist natürlich kein Vergleich, aber das macht es wirklich entspannt und angenehm, Höhenmeter zu bewältigen. Dafür ist es da, dafür habe ich es mir beschafft. Ja, also wir werden uns jetzt hier bestimmt noch ein bisschen die Füße vertreten, noch diverse Sachen anschauen und dann fahren wir weiter. Wir liegen auch gut in der Zeit. Ich schaue gerade mal, wie spät es ist. Ja, 14:45, noch 35 Kilometer to go. Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Kilometer 87, die letzte Sehenswürdigkeit auf meiner Liste, und zwar ein Großsteingrab. Wir sind offensichtlich auch nicht die Ersten, die hier hingehen. Auf dem Feld hier sind schon andere Fußspuren. Das ist mal ein Großsteingrab, ja. Der Heringsberg. Schön. Das ist ja eins meiner Interessengebiete. Sehr, sehr schön. Schauen wir uns jetzt an und dann machen wir uns auf den Weg, die letzten 30 Kilometer zu bekämpfen. Thank you.
Die letzten Meter. Gott, ich hoffe, ihr hört mich bei diesem Wind. Jetzt gleich um die Kurve rum ist die Elbfähre Barbie. Das ist der Endpunkt des Saale-Radwegs, zumindest Ende da der GPX-Track, den man sich ziehen kann. Da ist sie. Zack. Aber wir fahren jetzt einfach noch ein Stück weiter. Und zwar da lang. Ui. Ja. Denn da kann man offensichtlich noch bis zur Mündung fahren. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Das ist jetzt vielleicht noch ein paar hundert Meter. So, da haben wir es geschafft. Hier mündet die Saale von rechts kommend in die Elbe, die ihr etwas weiter hinten seht. Laut meiner Aufzeichnung sind es 116 Kilometer heute geworden und irgendwas über 500 Höhenmeter. Wie immer am Ende des Videos alle Statistiken. Jetzt hat uns das Regengebiet erreicht, was den ganzen Tag schon lauerte in der Regenkarte. Naja, sei es drum, wir sind ja da. Wobei, Kai fährt jetzt noch nach Bernburg zurück. Und ich muss jetzt auf der anderen Seite noch bis nach Güterglück. Das sind ungefähr noch mal 9 Kilometer. Ach naja, selbst wenn wir jetzt nass werden. Jetzt gerade am Ende der Tour ist es ja nicht tragisch. Ja, wir waren zwar etwas außerhalb der Saison unterwegs, aber ich finde dennoch, dass es echt ein sehenswerter Radweg ist. Ja. Tatsächlich anspruchsvoll, definitiv. Also so viele Höhenmeter an einem Flussradweg, Wahnsinn. Die erste Hälfte des Radwegs, Höhenmeter. Dafür war ich auch sehr dankbar, das E-Bike dabei zu haben. Die zweite Hälfte wirklich größtenteils eben. Und da hatte ich ja schon erwähnt, das E-Bike eher gestört. Weil Kai war immer verlockt, dann die 25 zu knacken und schneller zu fahren. Jetzt gerade am Ende mit dem Rückenwind. Ja, was gibt's groß zu sagen? Sehr viele Sehenswürdigkeiten, verschiedene Landschaften. Jetzt am Ende hat man deutlich gemerkt, dass man sich der Elbe nähert. Es wurde spärlicher besiedelt. Da gibt es ja wirklich Abschnitte bei dem Elberadweg, wo man lange, lange, lange Zeit kein Haus und keinen Menschen mehr trifft. Ja, keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Danke fürs Einschalten. Kai, vielen Dank fürs Begleiten und auch fürs Warten auf die Reparatur. Das war ja echt eine Pannenserie hier schlechthin. Nicht schlecht. Dann können wir nur sagen, bis zum nächsten Mal. Allzeit gute Fahrt. Macht's gut.